Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai, Battles of Z meine ich. Ja Leute, es tut mir echt leid, dass wir von, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Part sein wird, aber von Part 1 bis 3 ist leider Ruckler drin. Ich hoffe, das ist ab jetzt nicht mehr der Fall. Ich habe jetzt nämlich die Einstellung geändert. Und ja, wir machen jetzt weiter mit der Freezer-Sage. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen nur ein paar Freezer-Soldaten, also irgendwelche 0850 Idioten, die Rain sind. Aber wie gesagt, gucken wir mal, wie es jetzt wird. Wenn es ganz blöd läuft. Also wenn es ab dem Part wieder gut ist und ich merke, dass das ein bisschen scheiße ist bei Ding. Bei Part 1 bis 3, dann werde ich die vielleicht nochmal neu aufnehmen. Je nachdem, ob sich jetzt dieses Problem fixiert, sich löst oder nicht. Ja, ist klar, dass da keine Story wirklich kommt. Und guck mal, dann nehmen sie echt nur ein Modell von den Freezer-Soldaten, nämlich den einen. Okay. Okay. Aber wirklich stark sind sie. Ah, Apule. Oder? Nee, der ist nur grün jetzt. Töte den doch einfach. Alter, wie viele kommen. Übel stark. Ja, sterben die nicht an Schlag. Naja. Hier kommt aber echt schön Teamkampf vor. Finde ich voll witzig. Jetzt habe ich den nicht mal richtig getroffen. Wie behindert ist das? Here's to hoping they're a bit better than before. Doink! Kaioken! Das wollte ich gar nicht machen, ich wollte eigentlich einen Kamehameha machen. Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Ah ja, wie viele Gegner kommen denn bitte noch? Das ist ja echt öde. I guess it's my fault for having too high of expectations. We've come to finish you off now that you've been beaten. Fool, did you really think I was serious? So, jetzt komm, noch den da und dann war's das. Sind wir jetzt fertig? Natürlich nicht. Ha, wie ich gleich zwei auf einen Schlag umgebracht habe. Das ist schon mal cool. Aber das sind jetzt die letzten. Ah, fuck, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Alter, jetzt komm, töte ihn. So, haben wir es doch. Okay. Body don't fail me. Du bist immer schön zu sehen. Freezer Soldat braucht keine Sorge.
Habe ich jetzt keine Freezer-Story-Modus dazu bekommen? Ich hoffe mal. Ich muss jetzt nicht die andere Ära. Oh Gott sei Dank muss ich nicht. Gegen Guldon noch ein paar Freezer-Soldaten. Echt. Wirklich. Ziemlich kreativ, muss ich schon sagen. Jetzt mache ich noch den Kampf. Dann werde ich den Part. Ich mache diesmal einen kurzen Part. Das hat einfach aus dem Grund, weil, dass ich dann schnell testen kann, wie das mit der Aufnahme klappt. Weil das ist immer erst nach den Rendern. Und ich rendere jetzt nicht unnötig irgendwas. Was ich nicht brauche. Das wäre nämlich Zeitverschwendung und so viel Zeit habe ich nämlich leider nicht. Und ja. Deswegen. Dann wird es halt diesmal nur ein 10, 12 Minuten, 13 Minuten Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gegen diese Schwachköpfe brauche. Cool Auftritt, gut. Also eins muss ich sagen, die haben es echt hingekriegt, gut und noch hässlicher zu machen, als das schon vorher noch. Ach, scheiß Telekinese. Gut, hat er jetzt Zeitstopp gemacht? Alter, ist das behindert. Also Guldo ist echt ein Kackgegner. Das ist aber hier zum ersten Mal wirklich nützlich, fällt mir gerade auf. Jetzt kommen noch zwei Freezer-Soldaten. Da. Verpiss dich. Ah, er ist der Letzte, gell? Ah, okay, cool. Da kommt doch bestimmt noch Rico. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt schon war. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kommt der Hesse gefrotzt und jetzt kommt diese Schmuchte. Ach, wieder mit Soldaten, kannst du nicht kommen? Scheiße. Ist klar, dass der gleich einen Megastrahler machen kann. Was ist, wenn ich eigentlich zuerst Rico mal einfach verhaue? Der ist eh da hinten und macht gar nichts. Ja, wir klopfen mal doch einfach zuerst Rico. Obwohl, jetzt wo er so weit weg ist. Komm, Freezer-Soldat. Okay. Der erste Freezer-Soldat ist kaputt. Der zweite Freezer-Soldat ist auch kaputt. Und ich scheiß auf die Freezer-Soldaten, weil wie es aussieht, kommen sie dann doch wieder im Nachhinein. Das heißt, ich muss eigentlich einfach nur die Punkte aus umbringen. Ja, das war ja klar. Ich musste zuerst einfach Rico umbringen, das war's dann auch schon. Mission erfüllt. You weren't as good as you said you were. Okay. Nur 10 Minuten Part. Ja, komm, ausnahmsweise mache ich mal so einen kurzen Part.
um zu testen, ob das jetzt geklappt hat. Wenn es nicht geklappt ist, ja, dann muss ich überlegen, ob ich das Projekt weitermache. Oder ob ihr damit leben könnt, dass die Qualität halt nicht so toll ist. Aber das hasse ich eigentlich meistens übelst. Okay, Leute, das war's mit dem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!